Es scheint doch so. Das ist echt trist hier. Habe ich vorhin eine schöne Reportage zu N64-Spielen und deren Betas gesehen. Zu Conker's Bad Fur Day, was allgemein schon kaum eine Sau kannte und hierzulande wahrscheinlich noch viel weniger Leute. Das war so, das N64 und Super Nintendo, die waren ja so die Plattform für 3D-Plattformer, wie der Name ja schon sagt. Also typische Jump-and-Run-Spiele mit mehreren Welten, so wie zum Beispiel Super Mario 64, wo man diese Bilder hatte, wo man in die einzelnen Welten kam. Das sind so die typischen Plattformer. Oder bei Donkey Kong, wo man in diese, also Donkey Kong Country, wo man diese einzelnen Welten durchforst. Und davon ist Conker's Bad Fur Day 1, sollte auch so ein Kinderspiel werden, wo dann aber total erwachsenenhumormäßig. Was hast du damit zu tun? Was habt ihr damit zu tun? Sieh, wir sind Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Oh Gott, die Nazis sind auch schon hier. Die Leute hier meinen, die Götter seien unzufrieden. Habt ihr keine Angst vor ihrem Zorn? Vor dem Zorn der Götter? Die Götter sind tot. Wir vernichten nur ihre verrottenden Überreste. Die sterbende Glut schädlichen Aberglaubens. Toll. Tut mir trotzdem einen Gefallen. Räumt hinter euch auf. Dann geht dahin, wo ihr hergekommen seid und vernichtet dort diese sterbende Glut. Religion ist nur eine Droge für die Massen. Die Götter sind tot. So spricht Meister Friedrich von Ochsenfurt. Friedrich, Siegfried, was denn noch alles? Die Leute fürchten die Religion und die Priester, nicht die Götter. Und die Angst hält sie in den Fesseln der Unwissenheit. Wir brauchen eine neue Moral oder gar keine Moral mehr. Bin ich jetzt auf deren Seite oder auf Seite der Bauern? Ich mag ja die Obrigkeit nicht. Geralt ist ja so ein Lonesome Wanderer und deswegen. Diese kleine Vorstellung ist zwar amüsant, aber mir wird langweilig. Verschwindet und kommt nicht wieder. Oder was? Oder ich verpfeife euch bei der Rektorin. Repression! Schnappt euch den Systemlakaien! Kommunist, Konformist, genau. Das sind ja wirklich Studenten. Denn sowieso. Als Student muss ich sagen, Studenten sind scheiße. Die dürfen ruhig mal aufs Maul bekommen. Kann man ein Schwert eindrehen? Ja, wenn Studenten Langeweile haben, fangen wir an zu kiffen oder göttliche Stätten zu schändigen. Das muss ja nicht sein. Vogelfedern hat dabei in der Tat. Oh, Fernleserhandschuhe und ein schwerer Streit kommen. Den Streit können wir nicht anziehen. Fernleserhandschuhe. Etwa so gut wie meine? Mittlere Rüstung? Leichte Rüstung. Das sind aber ja Zauberer. Ne, ich will auf schwere Rüstung gehen, also bräuchte ich die dann doch nicht. Muss ich das... Achso, sie kam noch gar nicht dazu. Gut. Dann gehe ich mal zurück zu meinem Bootilein. Ah, fettes Schwert. Warum wurden die Quests jetzt einfach so beendet? Ach, wahrscheinlich habe ich die Quests jetzt damit beendet, die wären noch weitergegangen, ne? Scheiße. Ach so, ja. Ja, gut. Weiter geht's. Ach ja. Ich parke ja mal vorwärts ein. Bin ich auf Grund gelaufen? Man muss einmal kurz vorsetzen, damit man zurücksetzen kann. Das ist sehr merkwürdig. Aber gut. Kein Mitleben. Ja, 1,3 Kilometer. Schon ziemlich schnell, aber ein bisschen schneller für diese Strecke wäre schon gut. Dass man vielleicht so ein bisschen beschleunigen kann. Aber gut, da würden wahrscheinlich irgendwelche Spieler das ausnutzen. Und fünfmal im Kreis hier um die Reuseninsel rumfahren, bis sie 4 Millionen km/h erreicht haben. Muss auch nicht sein. Das ist schon ganz okay so.
Ist jetzt auch, weil ich mir die unnötig längste Strecke wahrscheinlich ausgesucht habe. Aber mir fällt doch gerade wieder ein, ich wollte ja die... Ich habe mir nämlich vorhin mal gelesen, kurz bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, dass ich ja Ciri entdecken, finden, wie auch immer wollte. Da das logischerweise noch ein bisschen dauern wird. Hab ich mir gedacht, das ist ja total der Bullshit. Dann ist mir aber eingefallen, ich wollte ja eh die Quest weitermachen wegen dem Baron und seiner Frau. Das heißt, ich könnte ja wenigstens die blutige Baron-Quest fertig machen, hier für Velen, für das Inland, damit ich in Velen auch mal einen großen Schritt vorwärts komme. Und nicht immer nur Nebenquests und so einen Quark machen muss. So, ich weiß jetzt nicht, ob da vorne eine Brücke kommt, wo ich nicht durchkomme. Ich tippe aber mal stark drauf. Ne, ist es. Ich weiß es nicht. Ist das eine Brücke? Ne, das ist nur so ein Deich, ne? Das ist aber auch die Frage, ob ich da durchkomme. Oh, 4000 Atome. Ne? Es ist wohl nicht geplant, dass ich hier durch. Das sieht ja witzig aus. Na gut. Auf der anderen Seite ist auch nur ein kaputtes Boot. Komm mal ran. Nimm's. Trunkene fand ich am Anfang noch so schwer, jetzt sind die so pussy geworden. Aber gut, es wäre auch traurig, wenn ich keinen Fortschritt verbuchen würde. Plötze, komm ran. Von hinten auf den Pferd aufsteigen. Habe ich schon mal gesagt, dass das eine dumme Idee ist? Welche zweite Quest wurde mir denn hier noch angezeigt? Ach, da oben, ja, da habe ich ja noch gar nichts zu tun. Dann geradeaus zum Weidelach. Jetzt wüsste ich mal gerne, ob ich mit dem Pferd langsamer bin. Wenn ich mit dem Boot. Ne, im Süden ist das ein ganz schöner Umweg, ne? Ich wäre da gar nicht rausge. Doch, das wäre, glaube ich, eh nicht möglich gewesen. Und wenn, dann wäre es ein Riesenumweg gewesen hier einmal rum. Halleluja, Bruder. Das ist auch schon wieder ein Anwesen. Das klingt auch schon wieder nach riesiger Questreihe. Hier hat Kira gewohnt. Die ich ja beim letzten Mal zum Glück retten konnte. Vor Geralt. Also manche Quests, das wäre, wenn ich jetzt nicht Let's Play-mäßig spielen würde. Wobei, selbst im Let's Play, also ist es mir nicht egal, sagen wir mal. Aber unter anderen Voraussetzungen hätte ich wahrscheinlich gesagt, ey komm, ich mach den ganzen Kram nochmal, aber ich hab's halt zu spät gecheckt. Gronkh ist ja so drauf. Der macht den ganzen Scheiß wirklich komplett von vorne. Ist das nur noch einer? Oh, dort ein Streitkolben, Tabakschwert und ein stumpfes Beil, kettetes Leder und ein stumpfes Beil. Moment, ich komme noch an einem Dorf, einem großen vorbei. Schwarzzweig hat ein Waffenschmied. Oh, da muss ich hin. Galoppiert er schon? Was bist du? Schon wieder ein Bandit. Er hat leider was gedroppt. Ich muss nochmal absteigen. Kein Schnaps. Naja. Der sieht echt lecker aus, weil er grün ist. So. Entweder ist es Minze. Okay, Minzschnaps ist eklig, aber hat halt was. Oder es ist irgendwie Apfelschnaps. Also es gibt ja so ja, Apfelschnaps, weil ja, gibt es bestimmt auch, aber den ist jetzt nicht unbedingt das erste, woran ich denke. Bin ich richtig? Ich bin schon da. Du kannst
versuchen sie halt. Ach, er war der Waffenschmied. Ja. Das waren Kaufleute in Krähenfels. Ich habe einen Hahn und ein Stück Reifenleder verhökert. Donnerwetter, das ist ja ein Vermögen. Hast du gesehen, was von Heidfelde übrig ist? Silberpfeile. Die werde ich für die Jagd haben, wenn sie wiederkommt. Ist es wichtig, woher das Essen stammt, solange die Schüssel voll ist? Was denn? Fertigst du auch Sonderauftragswaffen an? Ermorden Politiker erstklassige Freudenmädchen? Natürlich. Kannst du eine Waffe nach diesem Schema anfertigen? Hatte ich ein Bärenschwert gefunden? Ich weiß ja gar nicht mehr. Genau. Habe ich das nicht schon sogar an? Nee, lieber. Da, hier. Bärenschwert. Uiuiuiui. Uiuiui. Stufe 30. Halleluja. Stufe 1, Stufe 21, Stufe 13. Gwenel wäre sogar noch logisch. Ist auch ein Silberschwert. Stahlwaffen. Wie gerade Langschwert. Das ist alles Bullshit. Das Vipern-Stahlschwert fehlt mir immer. Ich glaube aber, es gibt tatsächlich sogar ein Achievement, wenn man ein bestimmtes Set angelegt hat. Vielleicht suche ich mir was aus. Ne, Waffen wollte ich ja erstmal verkaufen, ne? Oh, weg. Nimmt er nicht. Boah, der Hund da draußen geht mir auf den Sack. Ach, der Händler ist schon verarmt? Wo sehe ich denn sein Geld? Echt nicht mehr genug Geld? Was, wenn ich jetzt bei ihm repariere? Hat er dann wieder Geld? Ach, da ist sein Geld, okay. Ah. Das ist halt schade. Wolfsstunde. Wir sind vorübergehend die erforderliche Stufe für alle Gegenstände um 2. Was? Okay. Ich muss ja mein ganzes Geld in Zerlegen investieren, ne? Plus. Brauche ich anscheinend nicht mehr. Trankfibule, krieg ich Glas. Ja. Volles Fischernetz, neue Muschel. Weil ja, ist ja jedes Mal eine Perle drin. Rehhaut, ich habe gerade Reinhaut gelesen. Das scheint ziemlich wertvoll zu nützlich zu sein. Bis dann. Speichern wir mal und spielen Runde Gewinn gegen ihn. Was denn? Hast du Lust auf eine Partie Gwent?